Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge-Videos aus dem Juli an. Und ihr habt richtig gehört, es waren wohl so viele Neuzugänge im Juli, dass ich die vor einem Jahr im Grunde gesplittet habe. Und wir stellen uns wieder die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Ich mag dieses Format ja unglaublich gerne einfach mir so ein bisschen meinen Sub auch vor Augen zu führen, beziehungsweise die Bücher, die vielleicht tatsächlich noch darauf liegen. Denn ich hoffe natürlich immer, dass ich doch innerhalb dieses Jahres viele der Neuzugänge dann auch gelesen habe. Und es sind wohl 26 Bücher im Juli 2017 eingezogen und wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam meine Ausbeute von vor einem Jahr an. Es scheint also letztes Jahr im August auch schon schönes Wetter gewesen zu sein, denn ich sehe ja doch sehr sommerlich aus, wie ich finde. Das Oberteil mag ich heute immer noch, gibt es auch noch und ist bunt und treibt sozusagen im Sommer jegliche Art von Kummer und Sorgen. Als erstes Buch ist eingezogen auf Immer gejagt von Erin Sommerill, ich weiß gar nicht mehr, wie sie richtig hieß. Und das war ja eine Aktion vom Carlsen Verlag, bei der ich gewonnen hatte und somit auch das Buch als Rezensionsexemplar bzw. als Gewinn erhalten hatte. Und es gab da ja doch eine riesen Blogger- und auch Zuschaueraktion dazu mit Fragen, einem Tag und sonstigem. Man konnte nach der Rezension auch irgendwie was gewinnen. Daran kann ich mich gut erinnern, an die Story selbst tatsächlich eher nicht. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob ich sie zu Ende gelesen habe oder ob ich das Buch abgebrochen hatte, denn es war, soweit mein Gefühl mich da irgendwie nicht täuscht, war es doch ganz anders, als ich erwartet hatte und mich konnte es nicht begeistern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Anfang war tatsächlich noch ganz gut und irgendwann nahm es eine Wendung, die mir nicht so gefiel, aber wie gesagt, so richtig dran erinnern kann ich mich nicht mehr. Es hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, was ich natürlich schade finde. Die neunte Stadt von J. Patrick Black, ein Buch, das ich gelesen habe, was ein bisschen in Richtung Science Fiction ging, wenn ich mich richtig erinnere, wenn es nicht doch eher Krimi-Thriller war. Ich bin da total raus. Also ich weiß, ich habe es gelesen, habe aber gar kein Gefühl mehr dazu, wie es mir gefallen hat und das ist schon manchmal auch ein bisschen komisch, ne? Wenn es so ein Jahr her ist, dass man sich da an manche Geschichten nicht mehr erinnert. Ganz anders, Murder Park von Jonas Winner, den habe ich damals mit zwei lieben Menschen gelesen, unter anderem auch der lieben Tanja. Und das war mein erstes Buch von Jonas Winner, mittlerweile ist ja auch ein zweites von ihm gefolgt, was ich gelesen habe. Und hier ging es ja um einen Freizeitpark, auf dem vor einigen Jahrzehnten, glaube ich, Morde passiert sind. Und es wird jetzt im Grunde dieser Mörderpark wieder aufgemacht, wo eben verschiedene Morde auch nachgestellt werden, also berühmte Serienmorde, also Morde von Serienkillern, so muss man es ausdrücken. Und ich fand das Buch tatsächlich sehr, sehr gut. Es hatte sehr viel Packendes, Spannendes. Es hatte manche Wendungen, die ich so zum Kopfschütteln fand, das weiß ich noch. Und fand aber einfach den Schreibstil von Jonas Winner unglaublich gut und hatte da wirklich so ein sogwirkendes Leseerlebnis, was mir so auch in Erinnerung ist. Ein Kuss aus Sternenstaub von Jessica Curry habe ich gelesen, muss ich aber auch ehrlich wieder so sagen, so richtig dran erinnern kann ich mich nicht. Ich kannte die Autorin von zwei anderen Büchern, die mir tatsächlich mehr im Bewusstsein sind, als es ein Kuss aus Sternenstaub ist. Ich weiß, dass es mir ganz gut gefallen hat für ein Jugendbuch, dass das sehr schön war. Überhaupt diese Idee, die die Geschichte hatte, denn es war halt so ein bisschen Fantasy-mäßig durchaus, aber ich muss sagen, an Handlung oder Charaktere kriege ich überhaupt nichts mehr zusammen und da merkt man halt, da das unterscheidet ein sehr gutes, geniales Buch bis zu einem okay guten Buch, dass man wahrscheinlich sich tatsächlich an ein normal gutes Buch eher weniger erinnern wird. Ja, New York Diaries, der vierte Teil, ist erschienen im Juli und zwar Zoe von Carey Price, was ja Adriana Popescu ist und ich habe diese New York Diaries Reihe ja absolut geliebt. Ich habe mich zum Glück auch nicht von den Covern abschrecken lassen, die ja doch ein bisschen New Adult andeuten bzw. durchaus auch zu erotischen Büchern passen, das sind sie überhaupt nicht. Es sind im Grunde ja lustige, ernsthafte Frauenlebensgeschichten, die eben alle in New York
York spielen und wir treffen in jedem der vier Bände eben auf eine andere junge Frau, in dem Fall ist es Zoe, und jeder hat eben so ihre Leidenschaft und ja, sie treffen natürlich auch mal aufeinander, sind ja auch im gleichen Gebäude, im Knights Building, und mir hat diese Reihe sehr, sehr, sehr gut gefallen und das wäre definitiv auch mal wieder ein Reread-Kandidat, wo ich mir im nächsten Jahr vorstellen könnte, alle vier Bände einfach nochmal wegzulesen, weil mir die wirklich sehr, sehr gut gefallen hatten. Als E-Book ist dann eingezogen von Melissa Daley, Glücksbringer auf Samtpfoten. Ich war da, glaube ich, irgendwie auch wieder ein bisschen so in Katzenstimmung. Das bin ich ja durchaus immer mal wieder. Und ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz so hin, aber ich weiß, dass sie mir sehr ans Herz gegangen ist, dass ich die sehr berührend fand, sehr schön fand. Und es war ja irgendwie, dass diese Katze, war es ein Café? Ich bilde es mir ein, und die Besitzerin des Cafés irgendwie gerade sich getrennt hat und auch der Laden auf der Kippe stand, und dann taucht eben dieses Kätzchen auf, was dann eben der Glücksbringer des Cafés wird, und sie zieht natürlich so ein bisschen die Kundschaft auch an und sitzt da auf ihrer Fensterbank und beobachtet alles, und ich glaube, die Geschichte war sogar aus Sicht der Katze, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Ich weiß, dass ich sie in sehr schöner Erinnerung habe und auch direkt so ein wohliges Gefühl bekomme, wenn ich drüber spreche. Also hat das Buch doch ein bisschen was ja, in einem hinterlassen. Nachtblau von Simone van der Vlucht war so mein erstes nahes historisches Buch, wo so ein bisschen dann losging im letzten Jahr, dass ich immer ein bisschen so was leicht Historisches, sag ich mal, gelesen habe, bis es ja dann auch die Clifton-Saga Anfang diesen Jahres wurde. Denn in Nachtblau, da sind wir, glaube ich, in Holland gewesen, was auch der Name der Autorin vermuten lässt. Und da geht es um das wunderschöne Porzellan. Und ja, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Ich fand sie, glaube ich, auch ganz okay. Es war mir, glaube ich, zu wenig Historisches darin. Und auch der Schreibstil war mir, glaube ich, zu modern, wenn ich mich recht erinnere. Das ist was ich bei historischen Romanen nicht immer so richtig mag. Ah, und dann habe ich letztes Jahr die Lovely Books zu dieser Zeit gewonnen. Da waren drei Sommerbücher enthalten. Und das erste war Das Leben fällt, wohin es will von Petra Hülsmann. Ein Buch, das ich dann auch im Sommerurlaub, glaube ich, gelesen habe. Oder habe ich es mit nach Ägypten genommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, ich bin immer mal wieder sehr angetan von Petra Hülsmann. Ich muss natürlich Lust auf diese Bücher haben. Und das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen. Gefühlt sind diese Geschichten ja alle auch sehr austauschbar in der Regel. Nicht immer alle, aber doch sehr viele. Und den fand ich aber schön, habe den in guter Erinnerung. Dann Die Tochter des Seidenhändlers ist ja eher in eine Richtung Historisches gegangen. Fand ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Hatte ich angelesen. Das gab es in einem meiner Videos, wenn ich mich auch nicht täusche. Wir lesen die ersten, also eigentlich das erste Kapitel. Darüber hinaus bin ich bei dem Buch nicht gekommen und ich glaube, aktuell liegt das auch bei einer lieben Freundin von mir, und mal gucken, wie sie es findet, wenn sie es dann gelesen hat. Mich konnte sozusagen die ersten 4, 5, 6 Kapitel, die ersten 30 Seiten nicht überzeugen, sodass ich nicht weitergelesen habe. Und das letzte Buch daraus war Wildblumen Sommer von Catherine Taylor, ein Buch, das sogar auf der Wunschliste stand, was ich auch gelesen habe und was mir auch gut gefallen hatte. Aber ich weiß nicht, so Sommerbücher, so Wohlfühlbücher, das ist immer ganz schwierig, die im Nachgang so auseinander zu dividieren. Ich weiß nicht, wie es euch da so ein bisschen geht. Auf ewig dein von Eva Völler ist dann ebenfalls eingezogen, und das müsste ja tatsächlich noch der erste Teil sein, wenn ich mich jetzt auf ewig dein, auf ewig mein. Und jetzt kommt auf ewig uns, glaube ich, Ende des Jahres. Ja, hier geht so ein bisschen diese Zeitenzauberreihe im Grunde weiter. Wir treffen auf die gleichen Charaktere und betreuen jetzt im Grunde diese Time School. Und ja, eine Geschichte, die ich sehr schön fand. Ich mag den Stil von Eva Völler unglaublich gerne. Ich finde, die Frau kann wirklich ganz tolle Jugendbücher schreiben. Und auch hier so ein bisschen mit den Liebesgeschichten, mit den Zeitreisen, in welche Zeiten wir kommen. Jetzt auch die neuen Charaktere, die wir kennenlernen, die in diese Time School gehen, wo wir dann auch erfahren, wie haben wir die im Grunde überhaupt in unsere Truppe gebracht und wie ticken die und was passiert, wenn eben doch mehr Menschen aus unterschiedlichen Zeiten, Ländern und sonstigen Gewohnheiten im Grunde aufeinandertreffen. Und das hat sie ganz, ganz toll gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Auch der zweite Teil hat mir gut gefallen und ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Die Tänzerin von Paris von Annabelle Abs wurde von mir, glaube ich, auch angelesen.
aber es konnte mich nicht direkt so überzeugen. Wie ihr seht, ich bin da so ein bisschen in dieses Frühhistorische hineingegangen, hatte da wohl gerade mal eine Phase. Mich konnte das aber irgendwie nicht begeistern. Ich kriege es auch nicht mehr zusammen, um was es da ging oder was mir nicht gefiel. Ich habe es angelesen und dann irgendwie für mich abgehakt. Und ja, leider nicht so richtig meins, was mich irgendwie hätte begeistern und packen können. Dann sind bei mir Band 1 und 2 von Carl Jung eingezogen von Alex Picard und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Bücher irgendwie vergessen. Ja, das ist mir sehr peinlich und unangenehm, denn die Bücher sind direkt vom Autoren durch eine Anfrage bei mir angekommen und das soll eigentlich sehr geile High Fantasy sein und auch die Rezensionen sprechen für sich und ich glaube, dass das mal was jetzt für den Sommer noch ist, weil ich denke durchaus, ja, dass das wirklich gut sein kann. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile den dritten Teil gibt. Ja, ich fand es sehr schön. Er hat auch ein bisschen Zusatzmaterial beigelegt und bekomme ganz schlechtes Gewissen, dass ich die irgendwie vergessen habe. Liebe findet uns von J.P. Monninger, ein Cover, das mir unglaublich gut gefallen hat, als ich das erste Mal schon gesehen habe. Und ich glaube, das war auch diese Geschichte mit dem Mann, der durch die Fußstapfen seines Vaters irgendwie verschiedene Orte durch ein Tagebuch entdeckt. Ich hoffe, dass es das Buch jetzt ist und ich es nicht irgendwie durcheinander werfe. Und ich habe mir ja so ein bisschen eine Liebesgeschichte mit Roadtrip erwartet und es kam aber, glaube ich, komplett anders. Ich bilde mir sogar ein, dass ich das abgebrochen habe. Ich kriege es mal wieder nicht zusammen, was ich wirklich auch komisch finde, dass ich schlechte Bücher oder nicht wirklich absolut gute Bücher irgendwie so gedanklich auch abhake. Aber vielleicht ist das einfach wie bei Harry Potter und dem Denkarium, dass man die Erinnerung raus und ja, ich habe meine Bücherwoche, um mich zu erinnern. Deswegen wahrscheinlich so Haken dran und gut ist. Ja, Madame Picasso von Anne Girard fällt in eine ähnliche Kategorie, frühzeitliches historisches Buch. Das war jetzt gar kein gutes Deutsch, aber das ist so schlimm. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Es hat mich dann irgendwann nicht mehr zu Picasso hingezogen und meine Phase mit diesen historischen Büchern kam ja im Grunde dann erst wieder im Januar, Februar diesen Jahres mit der Clifton-Saga. Und ich habe ja auch gemerkt, dass ich diese Bücher durchaus lieber höre, als sie zu lesen. Und von daher glaube ich, habe ich deswegen auch noch nicht zu diesem E-Book mehr gegriffen. Vielleicht müsste man mal gucken, ob es das irgendwie als Hörbuch gibt, auch wenn ich keiner bin, der bei vielen Büchern irgendwie sich die Bücher doppelt zulegt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich versuche mich schon vorher für ein Format zu entscheiden und dann auch dabei zu bleiben. Was natürlich nach einem E-Book durchaus passieren könnte, dass man sich das Hardcover kauft. Aber ja, Superior von Anna-Marie Jungwirth. Eine Autorin aus dem Drachenmond Verlag, die mich ebenfalls angefragt hatte, ob ich dieses Buch lesen möchte, was ich auch getan habe und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Es hat ja auch so einen dystopischen Anhauch mit einer Protagonistin, die auch eine Gabe hat und ich fand das so gefühlt auch wirklich sehr gut. Ich mochte auch den Schreibstil ich glaube, jetzt müsste auch demnächst der zweite Teil herauskommen, wo ich tatsächlich noch nicht weiß, ob ich ihn lese, weil mir einfach auch zu wenig aus dem ersten Teil präsent ist, um dann wirklich vielleicht anzuschließen und den zweiten Teil gut zu finden, also um dann nahtlos sozusagen weiterzulesen. Ich habe das aber in sehr positiver Erinnerung und ich weiß auch, dass mir der Schreibstil sehr gut gefallen hat, weil der sehr packend, spannend war und auch wirklich so dieses Dystopische im Grunde mitgenommen hat und nicht zu modern sozusagen auch war, was ich ja durchaus manchmal ganz gut finde und mir in dem Fall auch sehr gut gefallen hat. Die vielen Leben des Harry August war ja ein kompletter Spontankauf auf Audible und da ging es ja um Harry August, einen jungen Mann, der, glaube ich, immer am gleichen Punkt im Leben wiedergeboren wird. Also das heißt, er kommt immer zur gleichen Zeit wieder auf die Welt, immer an seinem Geburtsdatum und durchlebt dann sein Leben. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Stationen, wann er stirbt. Also das ist nicht vorgegeben, dass das immer der gleiche Tag ist. Und er lernt sehr viel und macht sehr viel und in seinen verschiedensten Leben und muss aber irgendwann herausfinden, was es damit auf sich hat. Ein sehr spannendes Buch, was an mancher Stelle doch ein bisschen langatmig war, aber die Idee hat mir sehr, sehr gut gefallen. Herz berührt, ein Engel für Jack von Joe Berger war mein erstes Buch der Autorin und fand ich so, also ich weiß, dass mich da vieles darin gestört hat, gerade auch diese Bezeichnung mit dem Engel und dass das schon manchmal sehr schwülstig war und sehr kitschig war und Joe Berger mich leider nicht ganz so begeistern konnte, wie ich das erhofft hatte, denn von ihr gibt es ja doch einiges an Büchern, die spannend klingen, aber
ich werde da wohl vorerst zu keinem zweiten irgendwie greifen. Dann habe ich, glaube, eine Rebuy-Bestellung gemacht und es ist eingezogen von Stephen King Sarah, mittlerweile auch gelesen. Das haben wir ja in der Stephen King Lesegruppe gelesen, ein Buch, wo ich eine ganz andere Erwartung daran hatte, um was es gehen wird, denn es geht nicht um eine Frau Sarah, sondern im Grunde um ein Haus, das am Sarah Lake ist. Ich finde auch, dass der englische Titel irgendwas mit Knochen und Fleisch viel, viel besser gepasst hätte als Sarah, weil das impliziert einfach doch etwas anderes. Dann ist eingezogen Replay, das zweite Spiel von Grimwood. Ich glaube, das war eine Empfehlung von Thorsten, die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe, was ich sehr, sehr schade finde, aber gut, dass ich sehe und mich daran erinnere. Ich denke mal, dass das was ist, was man durchaus in nächster Zeit mal lesen könnte, sollte, müsste, ja. Also es war definitiv, glaube ich, eine Rebuy- oder Medimops-Bestellung. Ich weiß nicht, wo ich diese drei Bücher, kommt, glaube ich, noch eins, wo ich die bestellt habe. Aber denn das dritte Buch ist dann von Dan Simmons, Kinder der Nacht, ein Buch, das wir, glaube ich, im September dann gelesen haben in der Dan Simmons-Lesegruppe. Und das war ja dann Nachtroot, endlich wieder ein Highlight-Buch von Dan Simmons. Großartiges Bücherkino, ist wirklich ein Buch, wo ich jetzt auch direkt noch beim dran denken und erzählen eine Gänsehaut bekomme. Also wirklich großartig, hat mir gut gefallen, war wunderbar düster. Wer im Grunde so ein bisschen Vampire, dunkle Geschöpfe mag und das einfach mal auf einer anderen Art erzählt bekommen möchte und nicht diese klassischen Vampire sozusagen vor Augen hat oder gar die, die glitzern. Die sind hier absolut richtig. Es war eine spannende, packende Geschichte, die ich wirklich großartig fand. Und das war sozusagen auch mein zweites Highlight-Buch von Dan Simmons. Dann ist der zweite Sherlock-Manga bei mir eingezogen, Der blinde Banker. Das war ja so, im letzten Jahr ist ja die erste BBC-Staffel als Manga im Grunde in Buchform herausgekommen und das war eben der zweite Teil, es gibt auch mittlerweile, glaube ich, den dritten. Und dieses Jahr widmet sich ja die Manga-Reihe nicht der zweiten BBC-Staffel, sondern einem jungen Moriarty, worauf ich mich unglaublich freue. Und die Mangas haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es waren mit meinen ersten Mangas, sind die Sherlock-Mangas, bisher habe ich gefühlt auch gar nichts weiter in diesem Genre gelesen. Ich mochte hier einfach, dass man sich an der BBC-Serie orientiert hat, dass man die Bilder, dass man eben einfach die Gesichter kannte, dass da ein Benedict Cumberbatch zu sehen ist, ein Martin Freeman, und mir haben diese Mangas viel Spaß gemacht und ich glaube, ich habe dann auch immer zum passenden Manga dann auch die Folge auf BBC mir angeguckt und es ist halt nochmal viel intensiver als das Anschauen, weil in der Serie geht ja alles von allein weiter und beim Lesen kann man natürlich so schnell und langsam lesen, wie man das selbst möchte. Und da ist natürlich dann das Schöne, man kann auch einfach mal so in einem Moment innehalten. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön bei diesem Manga. Als Hörbuch ist eingezogen Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Auch ein Buch, das ich direkt danach, glaube ich, auch gehört habe. Also ich merke, Hörbücher gehen bei mir immer relativ schnell vom Sub runter, weil ich mir die wahrscheinlich auch wirklich zulege, wenn ich gerade Lust dazu habe, sie anzuhören. Nichtsdestotrotz hat man natürlich immer zwei, drei Bücher auf dem Sub, aber im Vergleich zu dem anderen Sub absolut in Ordnung. Ja, hier haben wir, glaube ich, zwei Personen, die sich kennenlernen, weil von ihm, glaube ich, der Großvater stirbt und sie war diejenige, die dem Großvater immer mal vorgelesen hat und ihn betreut hat im alten Wohnheim. Und irgendwie treffen beide dann aufeinander und sie sollen, glaube ich, eine Reise zusammen machen, beziehungsweise die Welt und das Leben gemeinsam entdecken. Und das war eine super schöne Geschichte, eine sehr herzerwärmende Geschichte und mit einer ganz tollen Message. Und ein Buch, das mir gut in Erinnerung ist, weil ich auch den Schreibstil von Ava Reed hier wirklich sehr gelungen fand. Ich habe ja schon zwei, drei Bücher von ihr gelesen. Auch die Sprecherin hat mir gut gefallen, auch wenn ich mich jetzt an den Namen nicht erinnere. Und dann mein absolutes Hörbuch-Highlight überhaupt im letzten Jahr. Monster 1983 von Iva Leon Mengers. Das war der erste Teil. Der ist im Juli, glaube ich, eingezogen. Der zweite Teil dann im August in meiner Berlin-Reise musste ich mir das holen für die Heimreise. Und ich habe dann im Oktober den dritten Teil geholt. Der kam, glaube ich, am 31. Oktober raus. Und ein Wahnsinns-Hörgenuss. Das ist ja ein Hörspiel. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Rollen, die von gefühlt allen möglichen Hörbuchsprechern, die wir so kennen, gesprochen werden. Und auch ganz viele Synchronstimmen sind einfach dabei. Und eine wahnsinnig spannende Geschichte, die ich
großartig vertont fand und ja gar nicht wusste, dass mir Hörspiel überhaupt gefallen könnte. Absolutes Jahreshighlight war diese Reihe letztes Jahr für mich und das ist, glaube ich, was man durchaus sogar nochmal rehören sozusagen kann, wo ich mir einfach denke, auch wenn man weiß, wo es hingeht. Ich glaube, mit einem gewissen Abstand kann man sich diese Geschichte nochmal anhören. Großartig, allerdings ein Nachteil hatte dieses Hörspiel. Sie hat mir David Nathan als Synchronsprecher total verdorben, weil David Nathan spricht hier einen Sheriff. Und die Geschichte habe ich schon ein paar Mal so immer mal so bei David Nathan erzählt. Und das Problem hier ist ja wirklich, dass ich mir jetzt immer einen Sheriff aussehend wie Christian Bale vorstelle, wenn ich David Nathan höre. Und ich konnte ja dann den neuen King, Sleeping Beauties, im letzten Jahr nicht hören, was ich unglaublich gern getan hätte, weil David Nathan kann einfach vorlesen. Aber ich habe immer wieder ist dieser Sheriff in meine Fantasie gekommen, der mir diese Geschichte vorliest und das ruiniert dann doch so manche andere Geschichte. Aber vielleicht ist das mal so in einem halben Jahr dann auch einfach weg, wenn man nicht mehr so drüber nachdenkt und möglichst wenig David Nathan hört. Und Und das letzte Buch des Monats ist nicht auf dem Sub gewandert, sondern im Grunde einfach ins Regal. Es ist Stephen Kings S. Denn bei mir ist dieses Buch verschutt gegangen. Und das geht uns Kingsianern ja durchaus allen, glaube ich mal so, dass ein Buch aus dem Regal verschwand. Und die Befürchtung, dass der Bösewicht, das böse Etwas aus dieser Geschichte ja im Grunde bei uns ankommt oder bei uns wütet, das will natürlich keiner. Und Phil hatte sich, glaube ich, die Neuausgabe aus dem Heine Verlag gekauft und hat gesagt, er hat hier diese Ausgabe übrig. Und da ich ja überhaupt kein Problem mit gebrauchten Büchern habe und auch mir die Ausgaben tatsächlich komplett egal sind, weil ich an mancher Seite wirklich die alten Ausgaben viel, viel schöner finde als diese Heine-Ausgaben, die alles so stereotypisch irgendwie aussehen und wie so aus einem Guss, was ich bei 30 Jahren oder sind es 40 Jahre Büchergeschichte halt einfach ein bisschen komisch finde, mag ich tatsächlich mein gemixtes Regal oder steht ja bei meiner Mama, viel, viel mehr und habe mich sehr über dieses S gefreut, weil es natürlich auch so mit diesem Blut geschrieben ist und es sieht echt gruselig aus und das ist natürlich ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, aber was ich natürlich kenne und ein Buch, das ich kenne und ich mir ein zweites Mal zulege, landet bei mir halt nie auf dem Sub. Das ist, ich habe es ja gelesen und Und das waren sie nun, die 26 Neuzugänge. Und es waren jetzt, glaube ich, tatsächlich nur drei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ein Buch, glaube ich, was ich angelesen hatte und dann weggepackt habe. Also im Grunde vier Bücher, beziehungsweise das Angelesene ist bei mir ja auch abgehakt, weil ich es eben nicht lesen werde und ist vom Sub im Grunde verschwunden. Aber drei von 26 finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Und vor allem habe ich mich jetzt gefreut, Monster 1983 nochmal so zu sehen. Da waren noch die Anfänge. Da war die Steffi der Vergangenheit noch nicht euphorisch, wie ich es jetzt bin. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber gut. Ja, ich finde, das ist ein absolut guter Schnitt. Und um die drei Bücher, die jetzt noch auf dem Sub liegen, werde ich mich jetzt mal kümmern. Und das angelesene Buch, das ist jetzt, das streichen wir, wie gesagt, einfach. Das liegt jetzt bei einer Freundin, da kann es auch gerne bleiben. Und dann ist für mich das auch alles soweit schick. Ja, das war es nun von mir, der Rückblick auf den Juli 2017. Wie man sieht, viele Bücher eingezogen, aber auch viele Bücher gelesen. Das freut mich natürlich. Jetzt darf man natürlich gespannt sein, was ist im Juli 2018 bei mir eingezogen. Ich denke mal, dass es dann nächste Woche die Neuzugänge geben wird. Ist ja meistens immer so um den ersten des neuen Monats herum. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, mit dem Format. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwo Statistik führt oder ob ihr eins der Bücher vielleicht auch kennt oder auch von den dreien, die ich noch nicht gelesen habe, ob ihr da eins kennt und das absolut empfehlen könnt. Dann natürlich gerne auch einfach mal in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.